So, gut. Essen geht nach unten. Es ist halt nur mehr die Frage mit den Leuten wegen ihrer Zufriedenheit. Da sind noch immer 10 Fische drinnen. Okay, aber wo ist er denn? Warum geht der zum Sprinkler? Der hat nichts beim Sprinkler verloren. Kohle, Kohle. Warum hier keiner wer was reinschmeißt, weiß ich auch nicht. Bringt. Ja, die bleiben halt jetzt nicht lange, ne? Weil man. Naja. Und hier tut sich nichts. Da bringt keiner wer was rein. Wo haben wir Hühnerfutter? 5 sind drinnen. Ich probiere jetzt unten Dings zum Okay, ich verstehe schon. Pass auf. Holz, Kohle, brennbar. Vielleicht jetzt dann noch schneller. Drüben passt. Sieht nicht so schlecht aus. Kommt wegen weißen Sand. Braucht halt schon lange, ne? So, jetzt brauche ich selber mal wieder was zum Essen. So. Dann könnten wir uns vielleicht schon mal überlegen.
Wenn wir uns noch eine Bar hinbauen? Ich weiß nicht, ob es geht. Nee, wir haben nicht zu. Wir haben nicht genug Glas. Alles klar. Ist da ein Pinguin drauf? Nee. So 10 Leute haben noch Hunger. Es ist genug zum Essen da. Aber sie sind noch unzufrieden. Naja, passt schon. Das habe ich sowieso noch nicht ganz gecheckt, aber naja. So, eine weitere Bar. Heiße Schokolade. Könnten wir ja mal probieren. Das mit der Schokolade läuft auf jeden Fall. Na hier. Mit der Kohle, ne? Hapert's ein bisschen. Ich hab nix. Okay. Elf sind noch hungrig. Seh nix. So, könnte ich hier irgendwo noch so einen Pflanztopf aufstellen? Dekoration. Gibt wieder 5. Ich würde noch einen brauchen. Nicht genug Kraut, oh nein. Geht sicher wieder was verloren, ne? Wie viel Kraut habe ich noch? 4. So, dann. Wie viele? Ich schon wieder nur mehr auf 66 unten. 13 haben wir hier. Dann haben wir hier jetzt. Du dazu?
Ich glaube, ich brauche mehr von denen, ne? Beziehungsweise ich hätte ja welche, aber die wollen halt nicht, ne? Wenn die nichts zum Essen haben. Okay. Boah, spielt sich halt alles hier oben ab. Da. Dass einfach mal hier der Teriyaki reingebracht wird. Oh mein Gott, unten steigt schon wieder. Die haben halt irgendwie auch alle gefühlt hier oben genug zu tun. Genommen, da ist noch so viel Wasser drin. Passt eigentlich eh. Ich weiß halt auch nicht, was mit dem ganzen Schwefel passiert. Die kommen alle wegen Wasser. Ja, wo geht sie hin mit dem Wasser? Okay, warte, Produkt nehmen, deaktivieren. Da sind wir jetzt beinhart. Da. Nee. Mit den Würmern müsste halt endlich mal, ne? Weil. Die können halt hier nichts tun, die haben nichts zu fressen. Ich werde hier dabei umschalten müssen. Hier vielleicht nochmal Plankton rein. Habe ich noch welche bei? Das heißt, die könnte man eigentlich auch auf Plankton umtun. Okay. Da würde ich 10 Thunfisch brauchen, dann könnte ich es wieder weiter ausbauen, Grenze bauen. 18 von. Ja. Dorferholung. Ja, das mit den Eiern. Wenn das auch noch erledigt ist, müsste das eigentlich passen.
Dann würde ich eine Teriyaki-Station umtun. Und würde noch am liebsten eine zweite Mehlzucht aufmachen. Okay, der ist gerade am Kochen. Wenn, dann würde ich mir den hier vorne nehmen. Da fehlen die Würmer. Und da eben die Eier. Okay, drüben brauche ich auf jeden Fall ein paar mehr. Von den Feldern her. Es geht schon wieder zur Neige. Oh, das ist ein Koch. Ja, den holen wir uns dann. So, das heißt, wir müssen hier noch... Ups, nicht so schnell. Die haben halt alle nichts zu fressen, ne? Ich weiß nicht, ob ich hier... einen... hinpacken kann. Und nebenbei ein Feld. Ob er das macht? Nee, wie es aussieht, erntet der nicht. Okay. Das heißt, ich brauche ein paar mehr Felder. Ja, der fliegt wieder davon damit. Nein! Okay, er bringt... Okay, dann würde ich mir tatsächlich... Lass mal das so noch probieren.
Okay, der zischt wieder weg damit. Er ist auch wieder dahin damit. Kommt wegen. Und ist wieder weg damit. Oh nein. Okay, ich brauche aber auch mehr Karotten. Okay, warte, warte, warte. Ach so, nicht genug Sand. Passt schon. Die passen voll, ne? Da tut sich halt nichts. Ja, die Maus tut nichts, weil kein Käse verfügbar ist. Das heißt, ich müsste schauen, wie es drüben aussieht wegen der Käseproduktion. Und einen Sprinkler kriegen wir hin. Perfekt. Können wir auch ernten. Dann kriegen wir hier noch zwei rein. Okay. Schauen wir mal, ob es sich jetzt dann eventuell schon ein bisschen rentiert. Pinguin? Achso, nee, das ist der Koch. Der wollte... Was wollte er haben? Wein, oder? Ja. Okay, dann holen wir ihn dazu. Platz haben wir noch. Doppelt so viel Essen mit den gleichen Zutaten. Okay, Meisterkoch, komm her. Du bist ja ein Geschenk Gottes. Aufheben. Siedler hinzufügen. Alles ausschließen, bis auf die Garküche. Da bin ich aber gespannt, ne? Wo ist jetzt unser Chefkoch?
Wo bleibt er denn? Wechsel zum Gebetsraum. Hä? Musst du dich erst aufladen, oder was? Okay, das heißt, er müsste immer 2, 2, 2 rauskriegen. Wenn er endlich kommen würde und kochen würde. So, wo bleibt er denn? Aber bei allem anderen ist er langsam, wie es aussieht. Benutzt Tanzfläche. Naja, lass es dir gut gehen. Aber jetzt komm runter. Kochen. Jetzt. So, wo ist er denn? Da ist er. Hast du Chance von 10%? Das heißt, jedes zehnte Essen mehr oder weniger ist ein doppeltes Essen. Aber ich glaube, wir haben die Essenskrise wieder überstanden. Sieht fast danach aus. Und jetzt wäre es nicht schlecht, wenn langsam mal die Mehlwürmer anfangen würden. Habe ich nicht. Und da trainiert sich da nicht. Teriyaki? Nee, die haben das auch hier nicht rein. Okay, was würde man denn brauchen? Bis Rathaus. Ich klatsch das jetzt unten noch dran. In der nächsten Folge werden wir uns dann anschauen, was es mit dem denn genau auf sich hat. Ah, oh, nicht genug Ziegelstein. Brauche ich. Der haut aber viel rein. So. Nein. Und warum? Wegen Lebensmittel. Jetzt muss ich wieder warten, bis da irgendwas dazukommt. Oder ich schaue, warte mal.
Okay, wir haben keine hungrigen Siedler mehr. Er hat 6 Stück. Jetzt habe ich 10. 15 brauche ich. Kann ich dir das nicht wegnehmen? Warum die Kräuter hier unten keiner einordnet, verstehe ich auch nicht. Naja, dann werden wir uns das Rathaus prinzipiell in der nächsten Folge anschauen. Ich glaube, so ist es nicht schlecht. Das Essen geht nach oben. Ich hoffe, die füllen hier gleich mal alles nach. Und es bleibt jetzt auch so und sie produzieren Würmer. Dass wir hier Hühnerfutter zusammenkriegen. Oh nein, jetzt könnte ich es hinbauen. Ah, da geht sich. Bitte lass es sich ausgehen. So nicht. So. Ja! Wir haben es geschafft. Und was das Teil kann, schauen wir uns dann morgen an. Ich sage vielen Dank und bis dann.